Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge oder einem neuen Let's Play, einer kurzen Reihe von dem Spiel Automation The Car Company Tycoon Game. Im Groben und Ganzen ist dieses Spiel noch im Early Access und man kann schon eine kleine Kampagne spielen, wie man das sieht. Es geht darum, Autos zu konstruieren, sie zu bauen und das wirklich von der Pike auf. Das heißt, man wählt sich ein Chassis aus, man wählt sich einen Rahmen aus, man sucht danach den passenden Motor aus. Und diesen Motor, den kann man komplett selbst bestimmen, wie man ihn haben möchte. Möchte man einen Vierzylinder, einen Sechszylinder, einen Achtzylinder, ich glaube es maximal sind 16 Zylinder, was sie zulassen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nur einmal vor geraumer Zeit mal ein Auto durchkonstruiert. Das ist sehr, 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 sehr lange her. Und ich möchte jetzt hier mit euch das nochmal testen. Ich finde es schon mal schön, dass es auf Deutsch mittlerweile übersetzt ist. Es gibt hier verschiedene Sprachen halt. Englisch und Deutsch ist schon ziemlich weit, Spanisch, Französisch und da sieht man hier unten, also oder Brasilianisch, Portugiesisch, Brasilianisch, da sollte man mal nochmal jemanden haben, der das macht oder so. Naja gut, falls ihr jemanden kennt, die Webseite zum Spiel bzw. die Shopseite dazu und der Twitter-Account, der ist ja unten in der Beschreibung dann. Da könnt ihr dann gerne euch dann auch informieren weiterhin über dieses Spiel. Wir wollen jetzt einfach nur mal im Sandkasten ein bisschen spielen und wollen dort ein Modell bauen. Wie ihr seht, das ist komplett leer. Also entweder ist es mit irgendeiner Version verschwunden. Ich hatte hier schon mal welche drin. Achso, guck mal, hier ist doch, jetzt ist ein Modell hier drin. Das ist, nee. Ah, das ist das, was ich eben gerade so zur Probe mal einmal angeklickt habe. Ich möchte ein neues Modell machen, aber das, ja, stimmt schon mal. Wird jetzt hier geladen und jetzt sieht man schon die verschiedenen Karosserie-Modelle, die es gibt. Man kann jetzt hier beliebiges Jahr sagen. Man kann die Jahre hier oben einstellen und dann sieht man, wenn man das weiter nach vorne blättert, dann kommen da mal mehr dazu. Wie zum Beispiel im Jahr 2018 kann man sagen, okay, die letzten 5 Jahre möchte ich nur sehen. Da sind keine drin. Letzten 10 Jahre, okay. Und da sieht man dann die Karosserieform halt vom SUV 2008er, 2010er Coupé, 2009er Coupé oder halt, ja, also eigentlich alles Coupés hier. Ich glaube, das ist noch ein Übersetzungsding. Ich glaube, da ist auch irgendwas Limousinenmäßiges dabei. Und naja, da sieht man dann halt eben die verschiedensten Karosserietypen und Formen. Hier hat man zum Beispiel ein 2002er Coupé, also richtig sportlich. Hier hat man ein Nutzfahrzeug. 2,60 Meter Breite, das ist 0,3, 2,90 Meter, 2,60 Meter. Was die Länge oder die Breite ist, also 3,40 Meter Breite, das geht gar nicht. Ne? 2,60 Meter geht auch nicht. Ich glaube, in Deutschland dürfen Fahrzeuge maximal 2,55 Meter breit sein. Ne? Aber wir wollen halt eben wirklich aus den frühen Jahren, also wirklich aus den Anfängen von 1946, da möchte ich jetzt mal einfach ein Auto machen und mit der Technik aus diesem Jahr auch den, also der Motor muss auch aus diesem Jahr stammen und man muss da wirklich alle Komponenten halt eben, wie es sie zu der Zeit gab, auswählen. Wir werden mehrere Autos machen und der ganze Kram hat sogar, vielleicht eventuell sogar noch einen Sinn, wir werden die Autos eventuell, wenn es denn funktionieren sollte, ab Mitte Juli, also nach meinem Urlaub dann, auch selber fahren. Aber dazu dann später mehr, wenn wir soweit sind. Ich habe mich jetzt hier, oder ich würde hier mich für ein Coupé, ein 46er Coupé entscheiden. Und dann geht es auch schon los und dann müssen wir nämlich hier ein Chassis auswählen. Und da kann man dann schon mal sagen, man möchte Stahl oder Aluminium haben. Das hat alles Vor- und Nachteile. Das hat noch mit Kosten zu tun. Das hat mit Gewicht zu tun. Aluminium zum Beispiel hat keine Massenproduktion momentan, also in der Zeit, ne? Konstruktionszeit, Stahl korrodiert natürlich, ne? Also die Sicherheit ist relativ hoch, bei Aluminium gleich bleiben, Materialkosten sind gering bei Stahl, da sieht man halt eben die Vergleiche, Stahl versus Aluminium. Wir nehmen natürlich erstmal Stahl, weil wir wollen ja, pff, ne? Also was ist uns, was interessiert uns erstmal das alles, wir wollen auch ein kostengünstiges Auto anbieten, damit, also das geht wirklich darum, dass man später die Autos auch verkauft. Das am Ende ist hier eine Wirtschaftssimulation dahinter. Das ist noch im Aufbau, aber das soll es mal werden. Gut, dann kann man wählen zwischen Leiterrahmen oder Gitterrahmen. Den Unterschied sieht man hier dann schon, ne? Der Leiterrahmen ist halt eben wirklich, ja, eigentlich gar nicht so doll durchkonzentriert. Hier ist das Bodenblech schon drin, weil der Leiterrahmen
Kann ich da mal hinzoomen, so ein bisschen? Dass wir von hier unten drunter gucken. Das ist halt der Leiterrahmen, ne? Der dann halt eben wirklich einmal von vorne nach hinten quer durch den Balken hat. Und dann gibt es quer ein paar Verstrebungen drüber. Wie halt eine Leiter. So, das Chassis-Material, da geht wieder Stahl oder galvanisierter Stahl. Nehmen wir natürlich erstmal nur den Stahl. Wir gucken mal, galvanisierter Stahl. Ist bei der Produktionsgeschwindigkeit etwas geringer, Materialkosten sind etwas höher, ansonsten relativ gleich. So, dann hat man hier frontlängs, Motoranordnung, genau, also wo der Motor hier angebaut wird. Ich glaube, wenn man einen anderen Rahmen auswählt, dann hat man hier auch andere Optionen. Das können wir mal ganz kurz, nee, war das der Gitterrahmen? Ah ja, genau, beim Gitterrahmen. Und dann kann man nämlich Mittelmotor machen, Mittellängs, so, aber wenn wir einen Leiterrahmen haben, können wir den Motor nur Front und dann auch Längs einbauen, also dass der Motor quasi in der Ausrichtung, wie das Fahrzeug ist. Erster Zylinder ist vorne, das kennen wir zum Beispiel aus dem Carmech-Simulator, bei den meisten Autos sind die Längs eingebaut, ich glaube nur ein paar Vierzylinder sind quer eingebaut. So. Dann gibt es die Frontaufhängung und da, also von längs ist klar, was anderes geht nicht. So, da gibt es dann die ganz Steno-Doppel-Querlenker-Aufhängung. Da rollen wir mal näher ran. Da sieht man, dass man hier oben einen Querlenker und unten hat man einen Querlenker. Diese Aufhängung gibt es. Ich glaube, das Federbein ist eigentlich ein bisschen zu modern für 46, aber macht nichts. Hier haben wir unsere Koppelstange, unsere bekannte. Und hier den Stabilisator, das Lenkgetriebe. Und dann hat man hier die Spurstange, Spurstangenkopf und das geht hier in die Achse. Das Ganze geht auch als Starrachse. Ne? Dann hat man hier eine feste Achse, die ist noch dann mit Antrieb. Gut, ist jetzt nicht ganz zentrisch angebaut, aber das sind so Kleinigkeiten. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht zu federn. Und dann gibt es auch die Starrachse mit Blattfedern, also so wie es dann zu der Zeit war. Da sieht man hier halt die Blattfederbolzen, die dann hier reingehen. Und ich denke mal, wir werden uns aus Komfortgründen, nicht aus Materialkosten oder ähnliches, aus Komfortgründen wirklich für den Doppelquerlenker entscheiden. So, dann können wir uns natürlich noch um die Heckaufhängung kümmern. Dort gibt es dann halt eben auch die Stahlachse hinten, Stahlachse Blattfedern. Ne, das ist ja dieses typische, was wir auch kennen, also dass dann hier hinten durch diesen Tunnel quasi die Kardanwelle kommt, also die Antriebswelle, die nach hinten geht, um dann die hinteren Räder anzutreiben. Dann gibt es noch die Längsträger-Geschichte, also wo denn hier wirklich denn das am Rahmen befestigt und das mit einer Feder und das wie so eine Schwinge eigentlich aufgehangen ist. Also kennt ihr wahrscheinlich vom Motorrad dieses Prinzip. Und dann gibt es dann auch den Doppelquerlenker hinten, aber hinten nehmen wir einfach eine Starrachse mit Blattfedern. Man kann jetzt hier noch die Qualität einstellen von den verschiedenen Fahrzeugen. Das hat natürlich für den wirtschaftlichen Faktor nachher Bedeutung, das ist ein, steigert die Produktionszeit, die Forschungszeit und all solche Geschichten, was es da denn geben soll. Gut, wenn wir dann hier durch sind, haben wir dann erstmal festgelegt, worauf unser Fahrzeug stehen soll. Dann gehen wir mal in die nächste Abteilung. Huch, das ist schon der Motor. Dachte, ich hätte jetzt noch die Möglichkeit, die Karosserie zu bearbeiten, aber das kommt vielleicht am Ende. Hier legen wir fest, was für einen Motor wir bauen. Wir sehen momentan erstmal gar nichts. So, wir nehmen natürlich einen Reihenmotor. Ein ganze Vierzylinder. Oh, wir wollen ja jetzt noch nicht übertreiben. So, und jetzt können wir einstellen, wie viel Hub wir haben wollen. Also wie viel Kubikzentimeter. Momentan würden 2 Liter herauskommen. Und wie wir denn den Zylinderkopf und die Ventile anordnen wollen. Welches Material, Gusseisen, ist klar. Dann gibt es hier den V60, dann hätte man hier ne, mit 8 Zylinder. Und dann gibt es den V90, also 90 Grad stehen die Kolben zu 60 Grad hier. Und bei der Reihe 4 Zylinder sind sie einfach nur so angeordnet. Gut, wir werden uns, was ist das hier? Kleine Abmessung, blablabla. Achso. Bohrungfamilie, große maximale Kapazität Variante, bessere Ventilströmung, geringe Bohrung, kleinere Abmessung, geringeres Gewicht, niedrige Oktanzahl, weniger Ventilflattern. Ventilflattern ist ja ein Problem, was bei Motoren auftritt. Und hier könnte man auch noch sagen, ob man ein FWD, ein RWD, ein 4 oder ein AWD, ein Allradantrieb. Aha. Können wir hier auch bestimmen dann? Aha, okay, dachte ich, das kommt auch später. Na gut, aber wir wollten eigentlich, wenn denn, machen wir einen Heckantrieb für ein Coupé.
Und ich würde sagen, dass wir einen ungefähr 2,5 Liter Motor machen wollen. Dann gucken wir hier mal drüber. Länge des Hubes, große, also der lange Hub, große maximale Kapazität, Variantenmöglichkeit. Kurzer Hub, also wenn der Hub relativ kurz, also das Pleuel auch kurz wird. Kleinere Abmessung, etwas geringeres Gewicht, zuverlässig bei höheren Drehzahlen. Das heißt, umso kürzer der Hub oder beziehungsweise naja, das Pleuel halt ist, desto schneller kann man dann oder desto höher kann man die Drehzahlen drehen, ohne dass es gleich kaputt geht. Gut, und hier sieht man große Hubraumfamilie, große maximale Kapazität. Also umso größer der Hubraum. Hubraum ist wie RAM-Speicher am Rechner, ist nur durch mehr zu ersetzen. Also Hubraum ersetzt du durch nichts, außer durch mehr davon. So, und umso kleiner der Hubraum, desto geringeres Gewicht, kleinere Abmessung, besserer Verbrauch, potenziell bessere Laufruhe. Potenziell. Ne? So. Gut. Ich würde ganz gerne eigentlich einen 2-Liter-Motor, würde mir schon passen, aber ich würde gerne die Bohrung auf 90 mm machen. Das ist ja jetzt, da wird der Motor ein bisschen größer und man sieht das hier hinten auch. Ich gehe mal ins Extrem. Also wir gucken uns jetzt mal den Motor an. So, dann sehen wir jetzt, dass der ungefähr, wir nehmen hier mal das Ding in die Mitte. So, diesen Balken nehmen wir jetzt hier mal in die Mitte. Dann sehen wir ungefähr, wir gehen bis zu diesem Maschendraht und bis zu mehr in dem Maschendraht. Und wenn ich das jetzt kleiner mache, dann seht ihr auch, der komplette Motor wird kleiner. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, unsere Bohrung, diese Bohrung hier drin, das hier, die Abmessung ist die Bohrung hier drin vom Zylinder, ist nur 50 mm, dann wird der ganze Motor um so vieles kleiner. Und wenn wir sie ganz groß machen, dann sieht man, dann wird der ganze Motor einiges größer. Hm? Ist natürlich logisch. Dann werden wir jetzt aber hier mal auf 90 mm Bohrung gehen. Und diese Pfeile hier geben übrigens an, jetzt kann ich da oben schon nichts mehr auswählen. Diese Pfeile hier geben übrigens an, ob das in unsere Karosserie passt. Denn wenn wir jetzt den Hub mal etwas vergrößern, das hat hier noch keine Auswirkungen. Aber wenn wir ihn verkleinern, achso, jetzt hat er wieder alles mit runtergerissen. Ja, das macht er mal manchmal im Verhältnis. Sieht man halt, dass wir ein Höhenproblem bekommen könnten in unserem Motor. Noch ist es grün, der Pfeil. Aber es ist schon mal die Mahnung da, ne? Da oben kommt eine Motorhaube. Könnte passieren, dass wir da vielleicht ein Höhenproblem kriegen. So, immer noch die 90 mm Bohrung möchte ich ganz gerne haben und den Hub etwas kleiner. Damit wir wieder auf 2 Liter kommen. Das kann man sich übrigens ausrechnen, ne? Einfache Volumenberechnung Zylinder, ne? Also 90 mm Durchmesser beim Zylinder. Wie hoch muss ein Zylinder sein, damit er dann 500 Milliliter hat? Ja. Also das kann man sich, da kann man ja dann mal die Mathematik bemühen. So, 76 mm oder 78,6 mm brauchen wir in der Höhe beim Hub. So, den Zylinderkopf und die Ventile. Dann geht es dann schon wieder weiter. Was brauchen wir denn dafür? Wir haben die Möglichkeit, Schlüsselstangen einzusetzen. Das heißt, dass die Nockenwelle hier unten sitzt. Wahrscheinlich hier hinter. Kann ich die Teile nicht irgendwie einzeln ausblenden? Irgendwas war da. Dass die Nockenwelle quasi hier unten sitzt und dann über Schlüsselstangen das nach oben transportiert wird und dann hier oben drin was tut. Konnte man denn hier nicht die einzelnen Bauteile ausblenden? Weiß nicht mehr, wie das ging. Warte, Ventilantrieb. So, nee, Motorblock. Das wollte ich jetzt mal, genau. Jetzt nehmen wir mal den Motorblock weg. Dann sehen wir nämlich, was im Motor passiert. Und das ist so toll, dass das wirklich so technisch sehr detailliert dargestellt wird. Ich bin da so richtig begeistert von, von dem Spiel an sich. Und ich wollte euch das schon immer mal zeigen und jetzt habe ich mich endlich dazu durchgerungen. Ich weiß noch nicht genau, wie es ablaufen wird, aber das kriegen wir schon hin. So, also, das ist das mit diesen Ventilschlüsselstangen, ne? Die dann hier oben auf Kipphebeln drücken und dann gehen die Ventile runter. So, wenn wir dann jetzt eine direkt agierende Overhead-Camshaft haben, also, dann haben wir oben, und wir können ganz kurz mal den Motorblock wieder, das habe ich ausgeblendet, ne? Ja. So, wieder einblenden. Dann sehen wir werden von der Bauhöhe natürlich wieder größer. Eine Schlüsselstange ist ein bisschen flacher, nicht viel, aber ein bisschen flacher. Wir kommen ein bisschen nach oben raus. Und upsala. Und wir sehen jetzt Motorblock weg. Wir sehen jetzt theoretisch, dass hier unten ist die Kurbelwelle, ne, wo dann alles drin liegt. Hier würden auch die Kolben noch drin sein. Kann ich die noch einzeln anmachen? Die Kolben noch nicht? Habe ich die noch nicht bestimmt? Doch, die habe ich doch schon bestimmt. Das Gehäuse.
Na gut. Und dann haben wir die also direkt agierende umliegende Nockenwelle, die dann hier in dem Fall, wie das hier aussieht, auf Tastenstößel drückt. Dann durch die Feder werden die wieder zurückgedrückt und dann gehen die Ventile auf und zu. Übrigens, Einlassventil, Auslassventil. Auslassventil ist immer kleiner als das Einlassventil. Nur so am Rande. So, dann haben wir eine oben liegende Nockenwelle mit Kipphebeln. Was dann wieder eine andere Bauform. Ne? Dann sieht das recht kompakt aus, aber auch schön, muss man sagen. Und dann hat man das. Und dann hat man natürlich noch das mit der Double Overhead Camshaft. Also der DOHC, doppelt oben liegende Nockenwelle. Ich hoffe, ich habe Camshaft richtig ausgesprochen. Na gut. Und das sieht dann so aus vom Motorblock her. Das kennen wir auch mit den Zündkerzen in der Mitte. Das sieht auch sehr gut aus. Wir werden uns hier aber um der altmodischen Art und Weise dieses Motors gerecht zu werden, werden wir uns für die Ventilstößelstangen entscheiden. Achso, was ich jetzt hier noch gesehen habe, ist, dass man natürlich auch noch mehr Ventile pro Zylinder machen kann. Also das gucken wir uns auch nochmal an, weil momentan haben wir ja ein Einlass, ein Auslassventil. Ne? Das sieht man hier, das Einlass, Auslass. Man kann aber auch über drei Ventile gehen. Dann hat man zwei Einlass, ein Auslass oder vier Ventile, wo man zwei Einlass und zwei Auslassventile hat. Und ich glaube, da ist nachher der Querschnitt ziemlich gleich so gehalten. Also die Auslassventile sind immer noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, wir sehen den Motor nachher auch im Arbeiten. Aber wir nehmen die Schlüsselstange mit zwei Ventilen. Schön, wir sind in den 40er Jahren, 1946. Da brauchen wir auch einen Motor nur dafür. So, dann haben wir uns da schon mal festgelegt. So, Zylindermaterial, das wird natürlich dieses und VWL nichts und keine Qualität weiterhin dazu. Und wir sind von der Höhe her im halbwegs grünen Bereich. Gut, dann geht's weiter. Und zwar sehen wir jetzt schon mal den Motor sich drehen. Kurbelwelle, Gusseisen, klar. Was anderes können wir da erstmal nicht machen. Jetzt gucken wir uns das mal an, was da drinnen passiert in dem Motor. Und dann können wir erstmal, wir werden jetzt uns das hier oben mal ausblenden und den Ventildeckel ausblenden. Dann sehen wir hier oben die Ventile und dann können wir dann reingucken in den Motor. Und wir sehen die Kolben noch gar nicht. Seht ihr das? Wir haben nämlich noch gar keine Kolben eingebaut. So, dann sind wir für gegossene Pleuel und gegossene Kolben. Und jetzt sind wir doch Kolben drin, ne? Die da drin arbeiten. Und die Mulden, die sie da haben, das ist dann für die Ventile bzw. als Brennkammern. Das bleibt natürlich gleich, ne? Variantenhubraum braucht man nicht. Wenn man hier schwere Kolben macht, glaube ich, kriegt man mehr Gewicht. Weniger Drehzahl, aber mehr Drehmoment. Und genauso ist es, glaube ich, mit dem Pleuel. Das hat auch bloß Auswirkungen auf den Drehmoment. Aber wir wollen relativ wenig Gewicht haben, weil wenn man viel Gewicht hat, muss man das natürlich auch ausgleichen mit Schwungmassen und, damit das nicht unrund läuft. So, und jetzt sehen wir hier schon sehr schön, wie quasi unser Motor immer funktioniert. Und dann sieht man auch schön die Takte alle, ne? Also, gehen wir mal durch. Wir nehmen mal den hier, ne? So, da war jetzt gerade die Zündung. Auslass, einlassen, erster Takt. Nach oben kommt Verpressen, zweiter. Dann nach unten Kraft auslassen. Wenn das Ventil offen ist, ist der vierte Takt. Haben wir auch noch Viertaktmotor erklärt. Mensch, wir sind richtig gut. So, wir machen mal den Motorblock komplett weg. Und dann sieht man das, wie das jetzt momentan hier bei uns so gedacht ist. So soll das aussehen. Gut. Qualität lassen wir auch erstmal dort, wo sie ist. Das soll ja alles nur erstmal zum Anschauen sein. So, dann gehen wir mal weiter. Und dann sieht man jetzt hier verschiedene Werte. Und die wären natürlich nachher noch wichtig beim Motortest, ne? Dann hat man hier die Möglichkeit, die Verdichtung zu erhöhen. Umso höher man verdichtet, also umso mehr man den Kraftstoff sozusagen zusammenpresst beim Hochfahren, desto enger ist der Raum, wo sich dieser Kraftstoff dann ausdehnen kann zum Explodieren und deswegen entsteht ein höherer Druck auf dem Zylinder und dadurch erzeugt man mehr Kraft. Das heißt, eine höhere Verdichtung erzeugt auch mehr Leistung. Steht, glaube ich, auch dabei, ne? Höhere Verdichtung, mehr Leistung, besserer Verbrauch potenziell. Also wenn man jetzt nicht die mehr Leistung haben will, kann man natürlich weniger Kraftstoff einspritzen bei höherer Verdichtung, um genauso viel Leistung rauszuholen. Deswegen auch bessere Kraftstoffeffizienz. Niedrige Verdichtung heißt niedrige Oktanzahl. Oktanzahl, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es euch was sagt, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Super kauft, da steht immer nur 95 dran. Das ist die Oktanzahl. Und die Oktanzahl sagt aus, wie klopffest so ein Kraftstoff ist. Mensch, das ist ja höchst theoretisch hier. Und je klopffester, also Klopfen in einem Motor möchte man nicht haben, weil Klopfen heißt, dass sich das Benzin, ja, der Benzinkraftstoff, wir haben hier nur Benzinmotoren, selbst entzündet. Quasi genau das gleiche macht wie beim Diesel. Und das will man aber beim Benziner nicht haben, weil man dann eine zweite Flammenfront hat und wenn die aufeinander treffen, dann gibt es ein klopfendes Geräusch im Motor. Und deswegen nennt man
diese Oktanzahl auch gerne Klopfzahl. Warum auch immer. Und umso mehr man verdichtet, desto höher natürlich die Chance, dass dann durch die Verdichtung eine höhere Temperatur im Brennraum entsteht und sich das Zeug selber entzündet. Gut. Wir gehen mal durchaus auf eine 10 zu 1 Verdichtung. Denke mal, dann ist der Brennraum im Vergleich zu unserem Hubraum quasi 10 mal kleiner. Das heißt, wenn wir 2 Liter Hubraum haben, sind davon quasi 20, also 200 Milliliter ist dann der Brennraum davon. Und der Rest vom Hubraum, ne, das ist nochmal oben drüber. Der Hub ist 2 Liter und der Brennraum sind dann nochmal 200 Milliliter oben drüber. Da wird dann der Kraftstoff rein verpresst. Da wird dann das Kraftstoff hin angesaugt, dann verpresst, dann gezündet und dann geht's los. So, das Nockenwellenprofil. Das Nockenwellenprofil sagt eigentlich nur an, wie lang die Ventile geöffnet sind. Umso länger ein Einlassventil geöffnet ist, desto mehr kann angesaugt werden. Ganz einfach. Und umso länger das Auslassventil geöffnet ist, desto mehr Zeugs kann raus. Beim Auslassventil möchte man aber eigentlich, dass es weniger lang geöffnet ist, dass es halt zwar schnell rausgeht, aber vorher ein bisschen verpresst wird, damit auch wenig Wärme aus dem Motor rausgeht. Wenn man die Wärme möchte, man drin behalten. Aber das ist noch wieder was anderes, das ist noch wieder Einzeltuning. Da gehen wir auch mal ein bisschen sportlicher ran, machen wir 45 Grad sind das, glaube ich, also 45 Grad von der Umdrehung. Ist das Ventil offen? Nicht nur 40 Grad. Dadurch haben wir dann doch durchaus schon ein bisschen Zeit gewonnen, in der das die Nockenwelle üblich ist. So, dieses VTT ist, glaube ich, irgendwas, was wir später kriegen. So, jetzt muss ich mal auf die Zeit gucken, dann sehen wir, dass wir 21 Minuten fertig haben. Und wir dann morgen an dieser Stelle hier weitermachen. Ich weiß noch nicht, was ich als Screenshot nehme. Und die Kolben sind auch relativ flach gehalten. Also normalerweise sind die ein bisschen besser aufgebaut oben, aber es sieht ganz gut aus. Eigentlich sieht das ja schon richtig gut aus für einen Screenshot. Oder wir nehmen die Karosserie, ist auch egal. Das werden wir gleich sehen, was wir denn als Aufbau haben. Gut, wir müssen dem Modell eigentlich noch einen Namen geben, ne? Dann geben wir dem Modell mal LP Coupé 46. Guck mal, können wir hier den hinmachen? So. So, ich hoffe, dass ich Coupé richtig geschrieben habe. So, das ist die 46er Familie, ja, Family 1. Family ist das die Cars. Und Variante ist, keine Ahnung. So, das speichern wir jetzt erstmal an der Stelle. Und dann machen wir an der Stelle morgen weiter. Ich hoffe, euch gefällt das. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, wenn wir den nächsten Motor oder beziehungsweise den Motor hier weiterentwickeln. Und wir werden dann durch die verschiedenen Zeitalter gehen und auch verschieden große Autos machen. Das Wichtige nachher bei den Karosserie ist natürlich die Gestaltung. Welche Reifen drankommen, wie breit die Kotflügel werden. Das kann man hier alles selber bestimmen. Und das ist das Tolle an dem Spiel. Und da ich eigentlich eine ganz gute Community habe, kam ich dabei waren, hoffe ich einfach, dass es das hier euch auch gefällt. Momentan ist noch Steam Sale, ne? Also wenn ihr wollt. Aber es ist für einen Early Access Titel mit 27 Euro doch relativ teuer. Aber ihr seht, was man damit machen kann. Und das sieht wirklich schön aus. Bis denn. Tschüss.